Das dauert ja ein paar Tage. Neues Forschungsprojekt. Mech 2, Hüter zu... Ah, okay. Illyrium-Kraftwerk brauche ich nicht. Okay. Da könnte ich noch das Illyrium entwickeln. Oder ich gehe auf die schweren Laser, aber die werden nicht mehr rechtzeitig fertig. Also Illyrium zunächst mal. Okay, dann geht's los hier. Abholtrupp losschicken. Das heißt, wir werden jetzt das erste Mal mit Exalt zu tun haben. Und diese Exalt-Missionen haben es echt in sich. Das kann ich euch verraten. Also, die haben es echt in sich. Den lassen wir mal weg. Und dafür nehme ich Xuman damit. Ein zweiter Sunny schadet nicht. Ach, weiß habe ich mich. Ich habe mich für weiß entschieden, ne? Statt für blau diesmal bei den Sunnies. Okay, dann ändere ich hier natürlich mal die Farbe. Individualisieren. Welches Weiß habe ich denn bei Xuman da genommen? Kurz gucken. Individualisieren. 5, okay. Ist das schon... Achso. Rüstungsdekor 2. Muss ich natürlich ändern dann. Weil wenn die verletzt sind, gehen sie auf ihr ursprüngliches Rüstungsdekor zurück. Rüstungsdekor 2. Und Farbe Nummer 5. So. Sunnies in Weiß. Okay, Major Scott bleibt auf jeden Fall dabei. Mit Scope und Granate. Das ist in Ordnung. Medkit-Granate, Medkit-Granate, Granate-Granate. Wildchild. Nee, das wird ändern wir erstmal. Erstmal kriegt der die Laserschrotflinte. Quatsch, der kriegt ein Lasergewehr. Und wieso habe ich keinen Scope mehr über? Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Nehmen wir das erstmal weg. Und den nehmen wir mal den Streulaser weg, den brauchst du nicht mehr. Und die Pistole auch. So, wo ist jetzt Kojima? Da. Der behält das Lasergewehr, glaube ich, doch erstmal. Eine Laserpistole dazu, ein Scope dazu und die Granate ist okay. Jetzt habe ich zwei Sunnies, einen Sniper, einen Sturmsoldat, einen Heavy. Und mein Mech. Das sollte genügen, um Exalt in die Knie zu zwingen. Außerdem verringert das, glaube ich, die Panik, wenn man eine Exalt-Zelle aushebt. Puh. Wir sind auf eine Exalt-Zelle in Indien gestoßen. Sobald Strike One in der Region gelandet ist, müssen wir das Gebiet sichern, damit unser Agent die nötigen Daten beschaffen kann. Okay, also wir haben wirklich viele Gegner. Und ich meine, wirklich viele Gegner. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exalt-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Ziele wurden aktualisiert. Okay, was ist jetzt der Sender? Was ist jetzt der Sender? Ist das hier oben der Sender? Oder ist das der Verschlüsseler? Ich würde spontan sagen, dass da oben ist der Sender. Und das hier unten der Verschlüsseler, oder? Es steht nicht dabei, was das ist, verdammt. Scheiße. Okay. Hier ist erstmal mein... Okay, blockieren Sie Exalt-Hacker-Angriffe, indem du die Eroberungszone setzt. Der Spion kann Exalt-Kommunikationsanlagen unterbrechen. Ja. Durch das Unterbrechen von Exalt-Kommunikationsanlagen gibt es erstmal weniger Verstärkung. Aber ich glaube, dass da oben ist der... Das hier oben ist der Sender. Das heißt, ich mache mich jetzt erstmal fertig, um notfalls da hochzukommen. Und dann
lasse ich einen Haufen auf den Verschlüsseler. Kümmere mich nur um den Sender. Das funktioniert normalerweise recht gut. Also es werden wirklich viele Exalt-Soldaten kommen. Das ist kein Pappenstiel hier. Scheiße, wie kriege ich denn meinen Mac darauf? Hab ich ganz vergessen. Wie kriege ich denn meinen Mac da oben rauf? Gibt es irgendwo eine Treppe? Da ist eine Treppe. Oh Gott. Na, das kann ja heiter werden. Vielleicht soll ich sonst versuchen, den Sender zu schützen. Den Verschlüssel einfach zu sichern. Das, was ich jetzt also hier gerade bewache. Alle Mann Feldposten und da gucken wir mal, was Exalt so macht. Kojima ist noch da. Der turnt auch mal hier drüben mit hin. Und du bleibst mal da, wo du bist. Und dann warten wir erstmal ab, was Exalt macht. Okay, Exalt macht erstmal nichts. Ich weiß nicht, ob sie auch an den Verschlüsseler an den Sender rankommen, solange sie den Verschlüsseler noch nicht gehackt haben. Deswegen kann ich jetzt nicht so genau sagen, ob es jetzt sinnig ist, hier unten zu bleiben. Aber spontan würde ich sagen, ich lasse es dabei und warte jetzt mal ab, was jetzt passiert. Commander, mehrere Feinde bewegen sich auf Strike Ones Position zu. Feindliche Verstärkung rückt vor. Ja. Oh, die haben ja ganz schön viele Lebenspunkte, ne? Ich belasse das erstmal dabei. Warte ab, was passiert. Ich vermute, dass sie zuerst den Verschlüsseler angreifen. Wenn nicht, wäre das extrem scheiße. Ich habe noch keine gute Position hier, denke ich. Aber ich belasse es erstmal dabei. Die Map ist auch nicht gerade gut dafür. Ich hatte gehofft, dass ich zuerst die andere Mission habe, wo ich meinen Mongo einfach nur retten muss. Es wurde endlich eine erste verifizierte Sichtung da. Von Exalt-Einsatzkräften gemeldet. Ihr äußeres Erscheinungsbild deutet darauf hin, dass Exalt mit Hochdruck daran arbeitet, seine Truppen mit Hilfe von Alien-Genmaterial zu modifizieren. Bis wir genau über ihre Fähigkeiten im Bilde sind, rate ich zu allerhöchster Vorsicht. Okay, es geht los. Sonderlich treffsicher sind die Jungs ja nicht, ne? Oha. Das tat weh. Das tat jetzt leider ziemlich weh. Okay. Irgendwie treffen die mit den Reflexschüssen gar nichts. Das ist ziemlich ärgerlich. Okay, du kannst den sehen. Hast aber nur einen Streulaser dabei, ne? Ne, ein Lasergewehr. Okay, du schießt mal mit deiner Pistole auf den. Und triffst natürlich wieder nicht. Ey, Leute, ernsthaft? So, hier, komm. Hol den da runter. 78% Trefferwahrscheinlichkeit. Also, geht doch. Ach, super, jetzt muss ich auch noch nachladen. Das ist direkt schon... Oh, Leute, ey. 60%, komm, klatsch ihn um. Der hat nicht mehr so viele Lebenspunkte. Ein Treffer verträgt er noch. Der dürfte jetzt nochmal. Mach ich aber nicht. Ich gehe aber hier hin, in volle Deckung. Oh, mach das mit dem Lasergewehr. Und dann lasse ich ihn hier lieber nachladen.
We're green to go. I'm on the move. So, gucken wir da mal hier rüber. Scott. Hier in Deckung. Und du gehst hier an die Ecke. So. Der Rest fällt Posten. Dann lassen wir Exalt nochmal eine Runde machen. Okay, und an dieser Stelle ist Schluss für diese Episode. Und beim nächsten Mal werden wir sehen, ob wir Exalt aufhalten können oder nicht. Bis dann.